Paris ist die Hauptstadt von Frankreich. Ja, gnädiges Fräulein, bravo, bravo, ganz ausgezeichnet. Wir dürfen uns auf dieser Welt niemals zu sicher fühlen. Sie denken besser daran, nicht mit Arithmetik mit dem Fräulein anzufangen. Arithmetik macht immer nervös. Sie haben... 10 Finger. Gut, bravo, Sie haben also 10 Finger. Wie viel hätten Sie, wenn Sie nur 5 hätten? 10, Herr Professor. Aber nein, gnädiges Fräulein, aber wie wollen Sie, ohne diese mathematischen Grundlagen vollkommen begriffen zu haben, jemals Kopfrechnen üben? Was ergibt es zum Beispiel, und das ist das Mindeste, was ein mittlerer Ingenieur wissen muss, wie viel ergibt es, wenn Sie 3.451.659.741 mit 5.389.741.931 multiplizieren? Das macht 19.344.355.333.537.508. Die mathematischen Wissenschaften leben in Feindschaft mit dem Gedächtnis. Es sei denn, dass Sie, lassen Sie mich doch in Ruhe, Mann. Das mischen Sie sich immer in meine Angelegenheiten. Gehen Sie in Ihre Küche, hopp, hopp, so, sehen Sie, so. Ja, Herr Professor! Schweigen Sie und bleiben Sie sitzen! Und unterbrechen Sie mich nicht ständig! Sie müssen die Töne sehr hoch schmettern aus vollen Lungen und sie mit den Stimmbändern in Einklang bringen. Sehen Sie so! Tirol! Heuliger! Drachfeiliger! Tim! Zahnweh, Sie bringen es doch fertig, dass ich Hausruhe gerate. Ja, und Sie langweilen mich, Herr Professor. Zuhören Sie Quasten, Bullen. Ich werde versuchen, Ihnen sämtliche Übersetzungsmöglichkeiten eines einzigen Wortes beizubringen. Des Wortes Messer. Suchen Sie mir das Spanische, das Neospanische, das Portugiesische, das Italienische, das Französische, das orientalische Messer. Vorsicht, das Messer tötet. Ja.